Realität ist das, was nicht verschwindet, wenn man aufhört, dran zu glauben. Are you okay, Simon? I think you're bleeding. Oh, that's nothing. It's just my brain can't stop bleeding from the accident. Here, take this. No, that's for later, for the scan. It's green. Ashley, I need to tell you something. Simon, please don't make this weird. No, it's not like that. Why now? Who's David Munchie? Why is there never enough time? For what? Christ. Und somit herzlich willkommen bei Kuhmann, Let's Play auf Schweizerdeutsch und einem wunderbaren Game. Soma. Schauen wir mal. Yeah, I'm up. Hi, Simon Jarrett? Yeah, that's me. My name is David Munchie. We spoke earlier. The brain scan. I remember. Are you all right? Yeah, just a bad dream. Are we still on for today? Yeah, that's why I'm calling. I wanted to remind you to drink the tracer fluid I sent you. It'll help me capture a better image of the damages. Don't worry, I got it somewhere. Okay, great. Well, see you in a couple of hours then. Okay, see you soon. So, wir machen einen Kernscan heute an. Und haben ganz einen schlechten Traum gehabt von einem Unfall. Oje. Gut. Also, jetzt müssen wir mal schauen. Ich glaube, ich muss da die Mausempfindlichkeit noch ein bisschen höher stellen. Warte mal, kann man das gerade machen? Spielsteuerung, Mausoptionen. Ja, ist schon besser. Vielleicht brauchst du noch mal das Mühe. So, was haben wir da? Also da klicken. Okay. Also können wir ein paar Sachen machen. Kühlschrank. Nothing but fast food. Should buy something healthier in my way. So, was haben wir denn da? Abgelaufenes Zeug, Pizzeria. Tracer fluid. Where are you? Mal ein bisschen umrühren, das Zeug da, das kann man auch nochmal. Gut. Ah, schau da, Schlüssel haben wir. Brief haben wir. Okay. Kann ich den irgendwie aufmachen? Nein, irgendwie überhaupt nicht. Gut, also das ist der Simon Jarrett. Das sind wir dementsprechend, oder? Wir sind Professor, so wie es aussieht da, oder einfach... Ah, cool, Sekunden rühren. Cool. Gut, oder einfach irgendeiner, der halt nicht so gerne aufräumt. Genau, aber nichtsdestotrotz, was haben wir denn da? Okay, im Backofen kann man auch noch reinschauen. Kann ich irgendwie crouchen? Ah, so kann ich crouchen. Sehr gut. Ah, da kann ich einfach nur die Schubladen aufmachen. Da kann ich auch aufmachen, komm. Was haben wir denn da rein? Die Sonnenbrille. Gut, da kann man eigentlich auch nichts machen. Was haben wir denn da sonst noch so? Was spielen wir da? Okay, Text lesen. Massive Recoil. John, heute ist ein korrupter Polizist in... John Hugh ist ein korrupter Polizist in Hongkong. Sein Leben wird komplett umgekrempelt, als er eines Tages die mysteriöse Ausländerin Amber trifft, die von der Goldrachen-Triade gefangen gehalten wird. Machen Sie sich bereit für einen Kampf ohne Gesetze, denn jetzt ist es an der Zeit. Es ist mit der Triade, der Polizei und den übernatürlichen Kräften des Untergrunds aufzunehmen. Machen Sie sich bereit für Massive Recoil. Gut. Interessant. Gut, dann haben wir da nochmal so ein Heft. Mapping Minds. Was haben wir da?
schauen Sie mal, was damit. Dieses Werk erhielt viel Lob als eine der ausführlichsten und dennoch zugänglichsten Abhandlungen über die Anatomie des menschlichen Gehirns, dessen Funktionen und unsere Wahrnehmung des Bewusstseins. Finden Sie heraus, wie Gehirn von seinem Körper abhängt, warum es nicht mit einem Computer gleichzusetzen ist und eine Vielzahl anderer Interessensfakten in Ihren Kopf zum Rotieren bringen werden. Diese Ausgabe beinhaltet außerdem zwei neue Kapitel über die Entwicklung des Gehirns und wie diese unser Verhalten in verschiedenen Lebensabschnitten beeinflusst. So, sehr gut, sehr, sehr gut. Gut, hätte man das Buch auch geschaut. Da, was haben wir da noch? Junge Frau kommt bei Unfall im Stadtzentrum ums Leben. Freitag, 10. April 2015, Toronto. Von ihren Kindern abgelenkt, fuhr gestern eine Pkw-Fahrerin bei Rot über die Kreuzung von Blue Street und Spadina Road und rammte ein anderes Fahrzeug seitlich. Die Mutter und ihre Kinder, die in einem robusten SUV unterwegs waren, überstanden den Unfall mit leichten Verletzungen. Der Unfallgegner hingegen hatte nicht so viel Glück. Als das SUV die Beifahrerseite traf, erlitt die 23-jährige Ashley Hall lebensgefährliche Verletzungen und erstickte noch vor Eintreffen der Rettungskräfte an Blut in ihren Lungen. Ihr Lebensgefährte und Fahrer des Wagens, der 26-jährige Simon Jarrett, okay, überlebte den Unfall mit wahrscheinlich bleibenden Hirnschäden. Der Fahrerin des SUV zufolge handelte es sich um einen nicht zu vermeidenden Unfall. Ihr Name wurde nicht von der Polizei veröffentlicht. Krass. Also, unsere Frau oder unsere Partnerin hat dementsprechend einen Unfall gehabt. Was haben wir da? Oktober 712 Convention. Keine Ahnung. So, was haben wir dann da? Get well soon, love mom. Erhol dich schnell wieder, liebe Mama. Okay, also wir haben definitiv einen Unfall gehabt. Wir haben definitiv einen Unfall gehabt und unsere Frau ist gestorben. Oder unsere Partnerin. Wir gehen jetzt mal von unserer Frau aus. Habe ich da irgendwie... Also. Von David Munchie. Das ist der Herr, den wir vorher telefoniert haben mit dem Neurograph-Sitzung. 30. April 2015. Ich wollte Ihnen abermals für Ihre Teilnahme an unserem Forschungsprojekt danken. Der Scan wird die Pace Laboratories in Toronto... Der Scan wird in den Pace Laboratories in Toronto durchgeführt werden. Aber da wir selbst Gäste sind, ist unser Zugang ein bisschen unvorhersehbar. Ich werde versuchen, eine Scan-Session für Samstag anzusetzen. Sobald das bestätigt ist, werde ich mich wieder bei Ihnen melden. Mit freundlichen Grüßen, David Munchie. Okay. Neues Rezept, Dr. Aaron Peake. Auch der 20. April, also vor zwei Tagen. Lieber Herr Jarrett, es freut mich zu hören, dass Ihre Kopfschmerzen nun weniger häufig auftreten. Sorry, ich muss mich zuerst noch ein bisschen warm lassen da. Ihre jüngsten Testergebnisse zeigen, dass sich Ihr Gehirn langsam erholt. Wie es sich aber an die Schäden anpassen wird, kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Die Blutungen werden mindestens noch für die kommenden Monate anhalten. Sie werden von uns einige Male im Krankenhaus besuchen müssen, um das Blut aus dem Hohlraum abzuleiten. Wir wollen verhindern, dass durch das Blut Druck aufgebaut wird. Da sich exzessiver Stress tödlich auswirken kann, habe ich Ihnen Prazosin gegeben, gegen Ihre Albträume verschrieben. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage und nehmen Sie das Präparat entsprechend ein. Versuchen Sie, sich gut zu erholen. Wir sehen uns dann nächste Woche. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Aaron Peake. Gut, Samstag frei. Jesse, the Grim. I forgot to hit send. Does it matter? I already told him about it. Okay, Samstag frei. Hi Jesse, da du es wahrscheinlich vergessen hast, möchte ich dir hiermit daran erinnern, dass ich morgen diesen ersten Termin habe, also nicht zur Arbeit kommen werde. Das bedeutet auch, dass du dafür sorgen musst, dass du den Laden tatsächlich rechtzeitig aufschließt. Bitte pack auch die Kisten hinter den Tresen aus, da sie sich langsam aber sicher zu einer Arbeitsplatzgefahr entwickeln. Tendenziell verkaufen sich Bücher auch viel besser, wenn sie in den Regal gestellt werden, wo die Leute sie sehen können. Viel Glück, du wirst es brauchen, Simon. Ach, komm, schicken wir das Ding ab. Ja, ja. Better late than never. Genau, finde ich auch. Lieber Sport als nie. Was haben wir da? XZ. Mail. Okay.
Und ja, sehr nett. Gut, gehen wir da wieder raus. Und was haben wir denn da? Was ist denn das für eine Figur? So, da haben wir nochmal etwas. Grimoire, Robin McConnell, Meet and Greet Book Signing. Okay, gut. Was haben wir da? Pace Laboratories, Simon Jarrett, Dr. Aaron Peake. Das ist Pace Lab, St. Mary, Toronto. Das ist dementsprechend unser Dings, unser Rezept. Ich und meine Partnerin nehme ich jetzt mal an. Okay, haben wir da sonst noch irgendetwas zum Nehmen? Ah, Licht können wir noch einschalten. Ah, einfach alles mal ein bisschen umrühren. Gut. Das haben wir gelesen. Was haben wir da? Cinema Variety. Das ultimative Filmmagazin. Summer Blockbuster, Japanimation, größer als je zuvor. Stunts vs. CGI. Was ist ein Bottle Movie? Sehr wahrscheinlich ein Film über Flaschen. Das ist nur das, da kann man nichts anderes nehmen, oder? Was haben wir da noch zu? Und die letzte Schublade, was haben wir denn da? Ah, das Objektiv. Nochmal eins. Sind ja nicht so viel wert. Gut, alright. Ah, interessant, da kann ich mich seitlich bewegen. Was haben wir da? Okay, da kann man nichts. Gibt es da sonst noch irgendetwas? Nein, da ist auch nichts drin. Sehr gut. Da auch nicht, hä? Milchpackung, wer hätten die da? Und der Staubsauger? Muss man mal suchen da. Habe ich schon lange mal sagen. Gut, da, was haben wir da? Noch ein paar Objektive, ein paar Fotos. Okay. Haben wir da vielleicht etwas hinten drauf? Auch nicht. Alles was nicht Sony ist scheiße. Genau. Darum rühren wir das weg. Visus 5S4 Pro Edu. Ist noch etwas da, was wir nehmen können? Da ist auch noch irgendetwas, was wir nehmen können. Nein. Da oben auch nicht. Gut. Sehr cool. Summer's coming. Hope it's a good one. Ja, wir hoffen, es ist ein guter Sommer. Ach, schönes Wetter da. Wir wohnen da irgendwo in einer größeren Stadt, nehme ich jetzt mal an. Das habe ich noch nicht mitbekommen. Spülung funktioniert. Gut. Licht auch. Haben wir da noch irgendetwas? Das Dusche. I don't want to keep the doctor waiting. I'll shower when I get back. Okay, gut. Ich hätte es eigentlich, wir machen uns frisch. Dann, was haben wir denn da? Ein bisschen Zahnpaste. Genau. Das auch. Da kann man es frisch wieder brauchen. So. Dann, was ist das da? Genau, super. Was haben wir da? Ist das Blut oder was ist denn das? Ich hätte es eigentlich da im Bad, könnte das vielleicht sein, das Scanmittel, das wir nehmen müssen. Vielleicht haben wir es auch da als Nachttischli da. Hooked. Robin McConnell. Mark und Diana Miller haben endlich Zeit für eine Pause. Sie haben genug Geld gespart, um sich den lang ersehnten Familienurlaub auf Hawaii zu gönnen. Doch während die Sonne am ersten Abend vor Waikiki Beach im Meer versenkt, verwandelt sich Markus und Dianas Paradies in ein
Albtraum, als sie vor ihren Augen plötzlich Schwimmer in tausende dünnen Ranken verfangen und ihre Ursprung irgendwo unterhalb der Wellen haben. Die schreienden Schwimmer werden langsam ins dunkle Wasser gezogen. Auch ihr siebenjähriger Sohn Charlie, der verzweifelt versucht, sich in Sicherheit zu bringen, wird von dem bösartigen Ranken gefangen. Spannend, mystisch, absolut furchterregend. Am Haken wird auch sie ein A. On Hook wird auch sie einholen. Gut. Ich weiß nicht, ob das so... Ah, sehr cool. Gut, das haben wir gelesen da. Wo ist denn das hohe Mittel? Gläser. Ein Espresso und Kaffee. Da. Auf der Polstergruppe immer gut. There it is. Ah, sehr gut. Zur Benutzung eines erlangten Objekts müssen Sie aufdrücken, damit, wenn der Gegenstand... Also, nehmen wir das Zeug, komm. Cheers, mates. Feels like milk, but the taste, it's like sucking on a penny. Fein. Also, es ist wie wenn es Pfifferli schlägst, hä? Treffen wir? Ah, falsch. Sorry, falscher Knopf. Gut, wunderbar. Right, gut. Also, dann hätten wir das Mittel genommen. Wir haben gut Ordnung gemacht. Warte. Und das ist noch etwas. Nochmal einen Kaffee auf der Polstergruppe. Gut. Nein, ich glaube, wir haben sonst eigentlich alles gemacht, da, was wir so ein bisschen machen können. Wir haben ein bisschen das Zeug. Ah, schau, da haben wir noch etwas. Hey Simon, it's Jesse. You working this weekend or what? I knew there was something you were doing. Was it this weekend or next? Anywho, just shoot me a mail or something. Love you, miss you, mean it. End of messages. I swear, that guy has the memory of a goldfish. Well, I got the email off. He must have caught up by now. Gut, sehr gut. Das heißt, der Jess haben wir informiert. Da sind wir gesessen. Mit unserem Schätzchen vor dem Autounfall. Interessant, schön. Ja, aber ich glaube, es ist soweit. Da können wir noch in den Kühlschrank legen. Warte. Da. Warte, dass du mir jetzt in den Kühlschrank legen kannst. Ja, doch, komm. Also, ich würde sagen, let's go. Ich kann nicht aufstehen. Wir sind unterwegs. Nehmen wir ab, komm. Jesse. Hey Simon, I got your email. Just wanted to wish you good luck and let you know I got you covered. Thanks. I should be able to come to the store after the scan. Don't sweat it. I got Matt and Chris help me out. Matty from SNL? Guess you didn't hear. He's coming in full time. Work in the comic section. That's Ashley's job. Yeah, well... Forget it. Not doing her any favors by leaving an empty spot. Not like she's coming back. Well, good luck. Hope they find a way to reverse the whole, you know, dying thing. Dying thing? You're the worst support ever. What should I say? I'll see you later, Jesse. Don't burn the place down while I'm gone. Over and out, buddy. Also, der Jesse hält es chillig. Das ist alles gut. Und wir fahren zum Ortstermin. Ich bin ja gespannt, um was das da geht. Ich sage das. Ich habe nur ein bisschen von der Geschichte gelesen. Und da sind wir. Hello? Dr. Munchie? Where is everyone? Thought this place would be busy.
Wahnsinn. Also jetzt sind wir da irgend so in einer Klinik, wo wir unser Hirn scannen lassen. Also ich hasse Klöne. Und ja, jetzt schauen wir da mal um, ob es da irgendetwas Nettes gibt. Ein Pinsel. Können wir da... Genau. Ah, wieder schön zum Rausschauen. Schöner Park natürlich. Cool. Sehr cool. So. Da sieht aber alles sehr nach Renovieren aus irgendwie. Haben wir da irgendetwas machen? Nein. Hast du da Gläser irgendwo? Oh, eine Tasse. Das probieren wir aus. So, das heisst, wir nehmen da mal die Tasse mit. Gehen wir da rüber. So, jetzt können wir das so nehmen. Und jetzt müsste ja Wasser unter die Tasse rumfliegen. Passiert aber nichts so. Okay. Gut, würde ich mal sagen, schauen wir mal, ob wir da wirklich einen Termin haben heute. Jetzt scannen, David Manschi, jetzt scannen, 2. Mai 2015. Also, Paul, wo bist du? Wir haben noch ein paar Stunden. Ich habe Simon Jarrett erwischt, lass uns das durchziehen. Ich habe den Notebook an der Rezeption gesehen. Bist du schon hier? Ruf mich bald möglichst an. David Manschi, mach dein Zeug bereit. Hi Paul, ich habe mit Pace über die Laborzeit diese Woche gesprochen. Ich könnte den Scanner für morgen früh und nochmal für Freitag buchen. Ich weiß, das macht zwar nicht viel her, aber sie haben gesagt, dass wir in den letzten leerstehenden Rezeptionsbereich als eine Art Büro benutzen können. Dadurch können wir an ihren Computern Simulationen laufen lassen. Außerdem können wir dann schnell ins Labor gehen und den Scanner benutzen, wenn sich plötzlich ein Zeitfenster auftut. Entschuldigung. Ich dachte, wir können morgen ein paar Tests laufen lassen. Wir können uns gegenseitig scannen, um die Ausrüstung kennenzulernen. Angeblich soll es recht einfach sein. Hoffentlich wird Dr. Erin Peake am Freitag jemanden rüberschicken. Eine ihrer Patienten hatte kürzlich einen Autounfall. Klingt interessant, David. Wir sind ausgesperrt. David Monchi, am 30. April, im Laborbelegungsplan gab es heute ein freies Zeitfenster. Leider hat uns niemand über die Änderung des Zugangscodes informiert. Ich rief deswegen den Sicherheitsdienst an und brachte Professor Wei dazu, für unser Projekt zu bürgen. Dann bekam ich endlich so einen Oberboss der Rechtsabteilung von Pace an den Hörer, und der unsere Labornutzungsberechtigung erneuern konnte. Den Code darf ich nicht in E-Mails oder Textmeldungen weiterleiten, werde aber eine Notiz oder sowas hinterlassen, falls wir ihn vergessen. Okay, gut. Das heißt, irgendwo müsste Notiz sein für irgendeinen Code. Machen wir da auch ein bisschen Licht und da, weil wenn sie uns schon scannen, dann sollen sie auch ein bisschen Strom brauchen für das. Eh? Irgendwo eine Notiz. Haben wir dann da irgendwo einen Notizzettel? Da kann man ja nichts nehmen, da ist alles nichts so. Und ich muss es nochmal machen. Es tut mir leid, ich muss es nochmal machen. So, und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. This is the place, right? It must be. Ah, der Manschi läutet da. Let's just call Manschi real quick. Ich läute ihm an. Got his phone turned off. Okay. I can figure this out. Wo haben wir denn echt da... Da hat es keinen Code gehabt, nichts. Besonders anwählen können wir nicht da. Das heisst, irgendwo da müssen wir einen Code finden, hä? Schön, wirklich schön. Hm? So, dann... Sagt da irgendetwas drauf? Krass.
irgendwo müsste da irgendein Pin sein, ja? Ist da irgendwie etwas drauf? Nein. Aber man, du versteckst den Pin ja nicht so, oder? Schauen wir den mal auf die Seite. PC. Ah, jetzt aber. Okay, Page 56. 2501. Ja? Jetzt müssen wir da mal schauen, was haben wir denn da? Zettel und Schreiber ist, glaube ich, immer gut bei so Games. Improved Receive Projector Technique. Gut. Also, sehr gut, hätten wir das? Haben wir dann. Also, das ist noch. Ah, das Bleistift, komm. Tun wir einmal noch eins parat legen für den nächsten Bund. Trial and Error. Versuch und Irrtum. Ah, das macht jetzt aber sehr, sehr viel Sinn, das irgendwie gerade so beim ersten Teil da zu lesen. Weg mit dem Skalpell. Das Gehirn kann sich selbst heilen. Gut. Das Gehirn verfügt über verblüffende transformative Fähigkeiten. Eine Formbarkeit, die ihm die Kompensation und sogar die Heilung von Verletzungen ermöglicht. Diese Worte stammen von Paul Berg, einem Doktorand der Neurowissenschaft der York University von Toronto. Diese Fähigkeiten sind es, die Berg und sein Kollege David Munshie, seines Zeichens Student der Computerwissenschaften, anzuregen erhoffen. Es geht darum, dem Gehirn beizubringen, das Richtige zu tun. Wir hoffen dies mit einfachen Komponenten wie Übungen, Therapie und leichten Medikamenten zu erreichen. Munshie und Berg suchen dabei aber nicht ein Wundermittel, sondern nach einer optimalen Behandlung für jeden einzelnen Patienten. Sie beginnen mit der Aufzeichnung von etwas, das man einen Nakayama-Neurograph nennt. Es ist wie ein richtungsweisendes Bild, sagt Munshie, aber anstatt eines statischen Gehirnscans kann uns der Neurograph sagen, in welche Richtung ihr Gehirn unterwegs ist. Dabei handelt es sich nicht um eine weitreichende Vorhersage, sondern nur um Millisekunden. Aber mit der richtigen Computerhardware können Berg und Munshie jede Art von Medikament verabreichen, ohne dabei zu riskieren, das tatsächliche Gehirn zu schädigen. Wir könnten versuchen, ihrem Gehirn eine Überdosis Schmerzmittel zu verabreichen, während der Körper einen Marathon läuft. Führt Berg als Beispiel an. Es ist nur ein Computermodell. Wir sind in der Lage, sie 1 Million Mal falsch zu behandeln, nur um die richtige Methode zu finden. Wenn sie schließlich die optimale Behandlung finden, wenden sie sich auf der tatsächlichen Patienten an. Ihr Forschungsprojekt steckt zwar noch in Anfangsstadien, hat aber schon die Aufmerksamkeit der Pace Laboratories auf sich gezogen, die ihn hinsichtlich Ausrüstung und Arbeitsbereichen unter die Arme greifen wollen. Wir haben großes Glück, solche Unterstützung zu erhalten, sagte Berg. Jetzt müssen wir nur noch das Rampenlicht verlassen und das Konzept auch umsetzen. Okay, gut. Da haben wir wieder einen USB-Stick. Wieso haben wir da eigentlich beides PC und... Ach, das ist ja gleich. So, gut. Also, machen wir da wieder zu. Und schaue natürlich ganz klar auch nicht die unterste Schublade da. Das gefällt mir nicht. Was haben wir da? Das gefällt mir auch nicht. Aha, so gut. Was ist das da? Gut. Also, den Code haben wir. Sonst hat es noch, wie gesagt, nichts zum Lesen. Ich glaube, ich mache jetzt das nochmal einmal ganz kurz so da. Spielsteuerung, Grafik, Spielsteuerung, Maus op- Und mache dann als Mühe mehr. Sehr gut. Vielleicht brauchst du noch mal ein bisschen mehr und ich will mal sagen, hey, komm. 25.01. Biometrics. Ah.
Eieiei. Ah, mit Schiff rein. Gut. Was ist denn das für ein Bild? M23A Tele Nebula. Okay, kann ich da irgendetwas machen? Nein, gut. Geschlossen, gut. Kann ich da aufmachen? Auch nicht, warum kann ich das alles nicht aufmachen? Wieso kann ich das nicht aufmachen? Ich will das aufmachen. Mann. Gut, da Helikopter im Schnee, da haben wir, das ist da irgendwie so ein Laserraum. Aha, da geht es Richtung Scanner. Nehme ich jetzt mal an. Oder da geht es Richtung Scanner. Interesting. Was haben wir denn da? Okay, ein paar Käbel, ein paar so Sachen. Gibt es da sonst noch irgendetwas zum Anschauen? Vielleicht ein paar private Mails zum Lesen? Genau, so. Gibt es da sonst noch irgendwie Bücher? Da hat es nichts. Da hat es natürlich dann so ein paar... Ein paar Scans und ein paar Grafiken und so Zeug. Okay, interesting, interesting. Aber sonst anwählen können wir da nicht. Mäuse. Kann man auch zuerst suchen, das ist okay. Dann haben wir es dann da. Da ist er irgendetwas am Zusammenbauen, das ist okay. Dann kommt er raus, was er macht. He? Ah, noch ein Notebook. Ah nein, kannst du nichts machen. He? Gut, ich glaube, dann ist es jetzt Zeit. Wir haben da relativ lang und sorgfältig können... Ah, warte mal. Was ist das? Das geht nicht. Gut. Was haben wir da? Noch ein paar Fotoausrüstungssachen. Ein paar Objektive würde ich auch eher in den Schrank stellen. Dann Diskette könnte man auch in den Schrank hineinstellen wieder. Und eine Ersatzmaus, die gehört auch in den Schrank. Gut, super. Was haben wir denn da? Ah, das Kabel, das durch das Holz durchschaut. Wunderbar, haben wir doch gut gemacht. Ich würde mal sagen, kann man da noch irgendetwas rumziehen dran? Nein, hä? Gut, dann haben wir da noch irgendwie Pace. Development Phases, Transformation Rate, Overview, P-Pass, Joint Ventures. Tech Co-op, Conversions. Oh, sieht gut aus. So. Oh, hi. Didn't hear you come in. Simon Jarrett, right? Dr. Munchie? Well, it's just Mr. Munchie, but I'm working on it. Actually, you're helping me right now. Is this part of your thesis work? Yeah. It's a study I'm doing with my colleague, Paul Berg. We hope to design a gentle way to work with brain reconstruction to help people like you. Okay. Did you take the tracer fluid? Yes. Logisch. Yes, I did. Great. Well, we can start whenever you're ready. Right, super. Das heisst, wir sind eigentlich da jetzt wirklich angekommen, da wo wir gescannt werden. Und ja, fassen wir nochmal zusammen. Wir sind verwacht, haben quasi... Please don't touch anything. Ah, okay. Gut, sind verwacht, sind da hergekommen und haben dann da die Tracer Flüssigkeit genommen. Wir haben herausgefunden, unsere Frau ist gestorben an einem Autounfall. Sehr wahrscheinlich please, der Albtraum, den wir gehabt haben. Was haben wir denn da? Das Licht, das sieht auch geil aus da. So, und dann würde ich sagen, um die voll komplett machen... Ja, stehen wir da mal her und schauen, was da nächstes Mal passiert. Was passiert auf dem schönen Stuhl da? Das sehen wir nächstes Mal da bei Kuma und Let's Plays mit dem spannenden Game Soma. Bis bald. Ciao.